Ja, dann freue ich mich sehr, zu diesem ja, geballten Wissensreposit hier beizutragen, was die ganze Ringvorlesung ausmacht und dabei das Thema Bauen zu belegen. Und ich glaube, nicht nur, weil es mein Thema ist, ich glaube auch tatsächlich, wie wir gleich in den Zahlen sehen werden, ist das so wichtig, dass wir ohne ein radikales Anders- und Umdenken im Bauen auch den Klimawandel nicht in den Griff bekommen werden. Das ist also ein ganz wesentlicher Hebel. Und ich habe so einen Titel so gewählt, dass ich ja, einerseits natürlich über die Gegenwart, über den Status quo, über die negativen Implikationen des Bauens sprechen werde, aber gleichzeitig auch versuche, ein anderes Narrativ für ein regeneratives Bauen zu entwickeln, was tatsächlich mit dazu beitragen kann, das Klima zu heilen. Und wie das geht, werde ich jetzt versuchen, in einem ungefähr einstündigen Vortrag Ihnen darzulegen. Und danach freue ich mich auf eine lebhafte Diskussion. Ja, auf die Gefahr hin, dass ich hier nochmal eingangs einige Zahlen wiederhole, die vielleicht schon von anderen Kolleginnen in der Vorlesungsreihe vorgebracht wurden. Die Konturen der globalen Krise werden relativ klar. Wir werden ja ständig umgeben und beliefert von Zahlen und Reports, die schon uns zeigen, dass wir jetzt auf einem sehr, sehr sicheren Weg sind, leider die in Paris beschlossenen Klimaziele von 1,5 bis 2 Grad zu reißen. Schon jetzt sind wir auf über 1,2 Grad Erwärmung und mit den bisherigen Praktiken auch im Bauen, unter anderem des Bauens, den Business as usual Entwicklungen, werden wir weit über das 2-Grad-Ziel hinausschießen in eine extrem gefährliche Erwärmungssituation. Und Klimaforscher können uns belegen, was das bedeuten würde, in so einer dramatisch erhitzten Erde tatsächlich zu leben. Ein Großteil des tropischen Gürtels würde tatsächlich ohne technische Hilfe unbewohnt werden. Auch diese Zahlen sind bekannt. Und worauf es jetzt ankommt, ist, dass wir natürlich so schnell wie möglich versuchen, die Übererwärmung über 2 Grad ganz, ganz eng an 2 Grad zu halten und so schnell wie möglich wieder zurückzukommen. Das heißt also, das Thema negative Emissionen ist schon jetzt bestimmend für die Debatte. Und viele kennen ja vielleicht Lösungen, die vor allem auf Technologie setzen. Wir am Baus Erde glauben, dass es auch im Bauen, obwohl das natürlich ein technologischer Prozess ist, tatsächlich eher die naturnahen Lösungen sind, die uns dort negative Emissionen bescheren können. Das als Ausgangsfolie sozusagen der Kontext. Und jetzt nochmal spezifisch auf den Bausektor geschaut. Wie Martina Schäfer bereits gesagt hat, ist das Bauen irgendwo zwischen 37 und 42% der für die globalen CO2-Emissionen zuständig. Und die entstehen in dem gesamten sogenannten Baukreislauf von der Materialgewinnung bis zur Materialhandhabung und dem Transport von Materialien auf die Baustellen. Die Verarbeitung und Herstellung von Baumaterialien, wie zum Beispiel Stahl und Beton, alleine Beton hat ja angeblich einen Emissionsanteil von ungefähr 8 bis 12%, Stahl sogar noch mehr. Die Errichtung, Erhaltung und Reparatur natürlich von Gebäuden und Städten bis hin zum Abriss und zur Entsorgung. Das heißt also, insgesamt könnte man tatsächlich den Gebäudesektor als größte signifikante Quelle anthropozäner Umweltbeeinträchtigungen bezeichnen. Mit den Zahlen für direkte Treibhausgasemissionen. Dazu kommt natürlich der mineralische Rohstoffverbrauch von um die 90% und das Abfallaufkommen. Ja, und auch vielleicht bekannt ist, wozu bisher Politik
in der Lage war, nämlich alle Schutzziele und politische Prozesse zusammengenommen, rechnet uns das IPCC, dass wir ein Reduktionsziel erreichen können, was uns trotzdem noch weitaus über die 1,5 bis 2 Grad heben wird, nämlich ungefähr in den Bereich unter 3 Grad. Immer noch viel zu viel. Und wir wissen, dass auch der Politik oder beziehungsweise den Gesellschaften natürlich nicht zu trauen ist, dass auch wenn politische Zielsetzungen bestehen und formuliert worden, dass es natürlich etwas ganz anderes ist, ob sie auch umgesetzt werden. Und ich will das mal am Beispiel von Deutschland verdeutlichen, was uns eigentlich bevorstehen müsste, wenn wir wirklich Dekarbonisierung in Richtung 2050 Klimaneutralität Europa, das ist ein politisches Ziel, dem wir uns verpflichtet haben, was wir dann tun müssen. Rechts ist eine interessante Studie zitiert, die uns ungefähr pro Sektor runterrechnet, was wir eigentlich noch im Budget hätten, wenn wir dieses Ziel bis 2050 ernst nehmen. Und man sieht ungefähr hier eine, also Emissionen insgesamt von 72 Gigatonnen, wovon allerdings auf den Gebäudesektor natürlich nur ein kleiner Teil kommen darf, denn wir haben ja noch viele, viele andere Sektoren, die ebenfalls CO2-intensiv sind. Und eine sehr eindrucksvolle Zahl finde ich dann, wenn man darüber nachdenkt, dass wir ungefähr 2019 ein CO2-Äquivalent pro Quadratmeter im Bauen von 42,1 Kilogramm haben. Das ist hier drüben auch nochmal ungefähr dargestellt auf der, auf dem Dekarbonisierungspfad. Dann müssen wir tatsächlich auf weniger auf 1,5 Kilogramm CO2-Emissionen Äquivalente pro Quadratmeter runterkommen. Also eine ganz dramatische Wandlung. Und ich weiß, dass viele von Ihnen keine Baufachleute sind. Deshalb möchte ich jetzt mal ein bisschen mehr einsteigen. Was ist denn eigentlich CO2 im Bauen? Wo kommt das her? Und wo sind da die Hebel für die Dekarbonisierung? Aber vorerst nochmal, wo stehen wir jetzt mit als sehr ambitioniert geltende Benchmarks, das sogenannte QNG, Qualitätssiegel nachhaltige Gebäude, plus honoriert Gebäude, die jetzt ungefähr 24 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter haben. Das heißt also nicht mal die Hälfte, das ist das ambitionierteste Qualitätssiegel, was es in Deutschland gibt. QNG Premium geht sogar auf maximal 20 Kilogramm CO2, aber in Anbetracht der Zahlen, die ich gerade genannt habe, ist das natürlich nur eine kleine Etappe auf dem Weg zu einer radikalen Umstellung des Bauens, die bei Weitem nicht uns in Richtung 2050 führt. Aber auch das ist, also QNG-Siegel gibt es nur ganz, ganz selten im Moment und wird sozusagen als Standard für die Beispielwirkung von öffentlichen Bauen gefordert, ist aber noch lange nicht etabliert. Und nochmal auf Deutschland, bei Deutschland geblieben. Der Expertenrat für Klimafragen hat letztes Jahr noch einmal bescheinigt, dass wir in Deutschland die Etappenziele von 2030 im Gebäudesektor radikal verfehlen werden, wenn wir weiter bei der Geschwindigkeit bleiben und bei den Zielsetzungen bleiben, die wir jetzt haben, auch wenn wir sie umsetzen. Denn der Gebäudesektor ist zusammen mit dem Verkehrssektor die Sektoren, die nach wie vor die Klimaziele dramatisch verfehlen. Und es gibt parallel dazu, während der langsam und jetzt gerade auch in den letzten Monaten sich nochmal verlangsamenden Entwicklung, gibt es eine relativ schnelle und doch relativ konsequente Entwicklung auf der EU-Ebene, die nämlich nicht nur Gebäuderichtlinien definieren und das ist natürlich das Gesamtziel CO2-Neutralität 2050, sondern auch sehr bald schon, nämlich übernächstes Jahr 2026, die bisher vergebenen Freizertifikate für Stahl und Beton schrittweise zurücknehmen werden. Das bedeutet dann, dass wir nochmal eine Kostensteigerung auf das Bauen draufbekommen, was gesellschaftlich enorm schwierig sein wird. Und natürlich kann unsere Regierung sich auch entscheiden, sich dann durch Emissionsberechtigungen freizukaufen, also quasi als Schadenssumme.
einzupreisen, wenn wir das reißen. Aber in dem begrenzten Zertifikatenmarkt in Europa wird das sicher extrem teuer und einige Experten gehen dann bei ja, annähernd 130 Milliarden Euro pro Jahr aus, wenn sich der Markt entsprechend entwickelt. Wir sagen deshalb, dass es also hochgradig unverantwortlich ist, sozusagen das Bauen weiter so langsam zu verändern und im Prinzip gerade durch steuerliche Anreize oder durch das Abfedern der Zinssteigerungen des letzten Jahres dann Strohfeuer anzufachen, die hochemittierende und wirtschaftlich fragwürdige Baupraktiken noch ein paar Jahre am Leben halten. Wir müssen jetzt die Krise nutzen, um radikal umzusteuern. Und einige kennen ja sicher die Diskussionen über die fehlenden Sozialwohnungen und die Bundesregierung hat errechnet, dass wir wohl ungefähr 400.000 neue Wohnungen bauen müssten pro Jahr, wenn wir das Housing Gap sozusagen angehen. Das ist eine sehr umstrittene Zahl und wir sind auch sehr, sehr vorsichtig, weil wir argumentieren, dass es viel zu viel Leerstand im Bestand gibt, als dass man tatsächlich so viel neu bauen müsste. Aber trotzdem nochmal verdeutlicht, was würde das eigentlich bedeuten für Emissionen nach aktuellem Baustandard, nämlich bis zu 100 Millionen Tonnen CO2. Und auch nochmal den bereits eingeführten QNG-Plus-Standard mal angesetzt, werden es immer noch 60 Millionen Tonnen CO2. Kontingente, die wir bei Weitem nicht haben. Ja, und das ist sozusagen genau der Punkt, wo wir dann als noch sehr kleine, aber jetzt schon auf 40 Mitarbeitende gewachsene gemeinnützige Organisation Bauhaus Erde ansetzen wollen. Wir denken, dass wir im vollen Bewusstsein oder in dem allmähligen Durchdringen des Bewusstseins über die dramatische Schädlichkeit des Bauens nach Standardpraktiken, sagen wir mal, dass wir jetzt eigentlich ein Narrativ entwickeln müssen, wie wir in Zukunft, also wie wir diese Krise nutzen können, um nicht nur zu dekarbonisieren, sondern tatsächlich die gebaute Umwelt schöner, inklusiver und auch regenerativ zu gestalten. Also die Entwicklung dieses positiven Narrativs für eine gesamtheitliche und systemische Bauwende von unwirtlich extraktiven und klimazerstörenden Städten und Gebäuden zu einer regenerativen, klimarestaurierenden, gebauten Umwelt für Mensch und Natur. Und ein ganz wesentlicher Teil davon ist das Umdenken, was sich auch ganz allmählich in der Politik verfängt, nämlich dass wir in den letzten Jahren, wenn es ums Bauen ging, vor allem immer um Energieeffizienz gesprochen haben in vielen subnationalen, also regionalen oder städtischen Dekarbonisierungskonzepten und Pfaden kommt Bauen überhaupt nicht vor, sondern ist ein Subthema des Gesamtkomplexes Energie. Aber der, wie wir hier sehen, an dem farblich in der Mitte markierten Teil, sich ausschließlich ja auf die Nutzung des Gebäudes bezieht. Und das wiederum deckt nur einen kleinen Teil der tatsächlichen Treibhausgasemissionen, die im Bauen insgesamt entstehen, ab. Und deshalb argumentieren wir als ersten Schritt für so ein neues Narrativ, dass wir nicht länger im Bauen von einer Energiewende sprechen sollten, also einen reinen Fokus auf Energieeffizienz und Erhöhung von Energiestandards, sondern ein gesamtheitliches Narrativ einer Bauwende brauchen, die genau die verschiedenen Phasen des Bauens, die ich eingangs erwähnt habe, die zu diesen gigantischen Dimensionen akkumulieren, insgesamt in den Blick nehmen müssen. Nämlich ein gutes Werkzeug dafür ist die sogenannte Lebenszyklusanalyse, LCA, die diese Facetten des Baukreislaufs aufteilt in einzelne Module, um sie dann entsprechend zu berechnen, also von der Produktionsphase zum Transport, Produktherstellung, Gebäudeherstellung, Gebäudebetrieb, Rückbau, Transport, Entsorgung und Recycling, wo wir auch in Zukunft weniger über Entsorgungsphase reden sollten, sondern über
Nachnutzungsphase oder Wiederverwendungsphase von Bauprodukten. Das ist also eine ganz wesentliche Grundlage. Und wenn man hier zum Beispiel mal betrachtet, wie stark jetzt schon die sogenannte graue Energie, nämlich die alle den Energieinput und auch die CO2-Emissionen der Phasen vor und nach der Nutzung abdeckt, in Proportion zur Betriebsenergie, also die graue Energie versus Betriebsenergie, ist mit auch hier schon, wie das in Zukunft weiter kippen wird, wenn unsere Gebäude-Energieeffizienzstandards greifen, wenn Gebäude technologisch aufgerüstet werden, dann wird sozusagen die Konstruktion, in der Konstruktion einfließende graue Energie immer wichtiger, sodass wir auch weltweit in Situationen kommen, wo wir glauben, dass man 2050 die Hälfte der CO2-Emissionen im Bauen in der Konstruktion hat, also in der sogenannten grauen Energie. Ja, und das Bau aus Erde versucht, dieses ganze Narrativ mit ja, Wissenschaft zu unterlegen, aber auch mit Designprojekten, Pilotprojekten und sehr praktischen Innovationen zu Materialien, zu ja, Entwurfsansätzen hin zu einem biobasierten zirkulären Bauen. Und ich werde einige davon gleich vorstellen. Das ist sozusagen unsere praktische Seite. Auf der einen Seite unser Makerspace, der befindet sich gerade im Marienpark in einem ersten Interimsquartier am Teltowkanal. Und wir können dort auch gerne besucht werden. Und dann auf der anderen Seite ein Think Tank von Wissenschaftlern, die aus dem Bereich Ökologie kommen, zum Teil Systemphysik, Kreislaufwirtschaft, die versuchen tatsächlich globale Verfügbarkeiten von Biomasse, alternativen Baustoffen ins Verhältnis zu setzen mit globalen Materialbedarfen im Bauen, in der Urbanisierung, im Umbauen. Also wir versuchen einerseits sehr wissenschaftlich, auch quantitativ zu arbeiten, auf der anderen Seite sehr praktisch, experimentell. Und unsere Akademie, zu der ich auch was sage, die gerade im Aufbau bestehend ist, versucht dieses Bauwendewissen dann an die richtigen Stellen zu transportieren. Das sind vor allem ja, nicht Studierende, die hoffentlich auch an der TU ausreichend mit den Themen und Hebeln des Klimawandels vertraut werden, sondern nämlich genau zu den Personen, die eben in ganz wichtigen Entscheidungspositionen sich befinden, ob in der Stadtverwaltung, in der Stadtplanung, in Landesregierungen, in nationalen Regierungen und auch Unternehmen. Das heißt also, unser Hauptfokus der Akademie ist Postprofessional Training, also Weiterbildung. Ja, wir sind im Moment gefördert von unterschiedlichen Stiftungen, aber auch dem Land Brandenburg und dem Umweltministerium und auch verschiedenen ja, Forschungsmitteln, zum Beispiel der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und anderen, und versuchen, wie gesagt, die Bauwende einerseits praktisch, andererseits eben in dem Diskurs, auch in dem globalen Diskurs, wie zum Beispiel auch der COP28 in Dubai, weiter voranzubringen und arbeiten da natürlich mit einem ganzen breiten Netzwerk von ähnlichen Organisationen und gemeinnützigen Initiativen in Europa und weltweit. Also nochmal zum Status quo. Der Gebäudesektor ist nach LCA-Berechnungen für ungefähr 42% der jährlichen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Bis 2050, habe ich auch schon gesagt, wird die Hälfte davon auf verkörperte Emissionen entfallen, das heißt die sogenannte graue Energie. Schätzungen zufolge wird die Zahl der Gebäude sich aber weltweit bis 2050 mindestens verdoppeln. Und wir wissen auch jetzt zum Beispiel durch Berechnungen von meiner Kollegin Galina Tschurkina, die, glaube ich, schon in der Ringvorlesung präsentiert hat, dass diese Business-as-usual-Baupraktiken, nämlich hauptsächlich Zement und Stahl, weltweit bis zwischen 70 und 100 Gigatonnen CO2 erzeugen können, abhängig natürlich von der Pro-Kopf-Fläche und der Materialherstellung und so weiter. Und auf der anderen Seite, was haben wir für Alternativen? Wenn wir argumentieren, dass wir in Zukunft mit alternativen Materialien, die weniger CO2-intensiv sind und
möglichst regenerativ, biobasiert, CO2 speichernd, müssen wir zunächst erstmal anerkennen, dass die Biosphäre, also die globale Biomasse, extrem geschwächt wurde durch nicht durch das Bauen. Weltweit werden nur ungefähr 10% aller Gebäude durch biobasierte Stoffe wie Holz oder Bambus errichtet, sondern vor allem auch durch Landnutzungsänderungen, Brandrodungen. Das heißt, das Holz, wie zum Beispiel der Regenwald, wird gar nicht genutzt, sondern wird abgebrannt, um die Flächen anderen Nutzungen, wie zum Beispiel Viehhaltung oder Landwirtschaft, zur Verfügung zu stellen. Und gleichzeitig sind die verbleibenden Wälder extrem geschwächt durch die Einwirkungen des Klimawandels, nämlich Waldbrände sind die Folgen, Dürren, auch Krankheiten. Auch in Deutschland ist der Wald bis zu 80% krank. Das heißt, wir haben eigentlich eine Situation, die eingangs nicht zusammenpassen würde. Und ich würde jetzt, und mein kleiner Zweizeiler, eine Art Pamphlet, was wir auf der COP28 in Dubai vor einigen Monaten vorgestellt haben, hatte ich auch als Begleittext dieser Vorlesung beigelegt. Der versucht eigentlich genau diesen Korridor zu beschreiben. Wie kann es gelingen, so eine Bauwende, die Materialwende im Kern wirklich ernst meint und Korridore entwickelt, die uns zeigen, wie können wir bauen? Einerseits durch eine größtmögliche Reduktion der schädlichen CO2-intensiven Prozesse durch Stahl und Beton und andererseits durch eine verantwortungsvolle, vorsichtige Nutzung von stofflicher Biomasse aus Wäldern, aus landwirtschaftlichen Abfällen und so weiter. Wir gehen immer von einem Dreiklang aus, den wir beachten sollten in so einer globalen Materialwende. Zunächst mal sollten wir uns tatsächlich fragen, was muss wirklich gebaut werden? Wir wissen, dass wir gerade auch in den industrialisierten Ländern wie Deutschland eine dramatische Verringerung des Materials und Flächenverbrauchs brauchen durch geschickte städtische Verdichtung, kreative Wiederverwendung von bereits versiegelten Flächen und Brachen. Wir müssen Richtung Netto-Null-Versiegelung. All das sind Ziele, die nicht neu sind, sondern nur ernst genommen werden müssen. Also die sogenannte Suffizienz, das Plädoyer für einen Umbau, Nachnutzung, Stadtneubau, den Neubau so reduzieren, dass wirklich nur das Allernötigste, wirklich, wirklich dringend Wichtige gebaut wird. Zweitens, ich springe nach unten, das Verbessern. Also bereits schon gesagt, wir müssen natürlich die Forschung ernst nehmen, die bestehende Materialprozesse wie Stahlbeton, soweit es eben geht, dekarbonisiert. Ich bin sehr vorsichtig, was die Erwartungen angeht, aber trotzdem entstehen da wichtige Hebel. Es bleibt aber nach wie vor der massive Ressourceneinsatz in diesen Materialprozessen. Und das ist so ein bisschen unser Hauptfokus am Bauhaus Erde, die Verlagerung, also das Ersetzen eines erheblichen Teils der kohlenstoffintensiven Materialien durch regenerativ erzeugte kohlenstoffspeichernde, biobasierte Materialien und Bauprodukte. Hier sieht man rechts nochmal eine Grafik, die so ein bisschen zeigt, wo wir uns befinden und was jetzt zu tun ist. Der erste Abschnitt dieses Zeitstrahls umfasst ungefähr 350 Milliarden Jahre. Das ist nämlich die Zeit, in der über natürliche Photosynthese die Wälder unseres Planeten CO2 aus der Atmosphäre geholt haben und sie sozusagen in einen fossilen Carbon Pool eingelagert haben. Und diesen Carbon Pool haben wir innerhalb einer sehr, sehr kurzen Zeit, nämlich 250 Jahre industrielle Revolution, zu einem erheblichen Teil ausgegeben und zurück in die Atmosphäre verfrachtet, sodass uns jetzt Szenarien drohen, die wieder ähnliche CO2 Gehalte wie vor 350 Milliarden Jahren bedeuten würden. Und das wäre ein für Menschen extrem schwer zu überlebender Zustand. Die Wälder könnten das für uns wieder richten, wahrscheinlich in den nächsten 350 Milliarden Jahren, aber dazu fehlt die Zeit. Auch wir werden davon dann nichts haben. Deshalb müssen wir durch eine ambitionierte, hochambitionierte Transformation
zurückkommen. Und wie gesagt, das Bauen mit biobasierten Materialien kann dabei eine große Rolle spielen, indem es eben nicht nur einen weiteren durch Dekarbonisierung der Bauprozesse und Materialien nicht nur die zusätzlichen Treibhausgasemissionen stoppt, sondern eben auch durch Sequestrierung in Land und dann den Einsatz von langlebigen Bauprodukten, wie zum Beispiel Holzelementen oder Bambuselementen im Bauen, CO2 einlagert und somit, wenn dann entsprechend nachgeforstet wird, eine Städte und Gebäude in künstliche Senken verwandeln kann. Ganz wichtig ist, dass wir hier einen ganz breiten und offenen Ansatz für diese Materialwende brauchen. Rechts ist eine Grafik entnommen aus dem Report, den die Universität Yale für UNEP und die Abteilung Global ABC entwickelt hat. Das ist auch eine Referenz, die ich gebeten hatte, dass sie mit eingestellt wird. Das ist ein frei verfügbarer, im Internet verfügbarer Report. Und hier ist einmal grob dargestellt, ja, was eigentlich eine Materialwende bedeuten würde. Natürlich ist eine einfache Umnutzung oder Umstellung auf ein Material Holz vollkommen illusorisch. Das wird den Bedarf niemals decken können, sondern wir müssen von vielen, vielen Hebeln in der Materialwende ausgehen. Oben dargestellt ist der proportionale Anteil des Stahlbetons links 2020 berechnet, der sich radikal reduzieren muss. Und interessant ist hier, dass die immer schraffierten Flächen dann immer den Anteil des Recycling betreffen für das entsprechende Material. Also wir haben, Städte sind riesige Materialbanken, in denen wir schon ganz, ganz viel Material akkumuliert haben, was wir natürlich zuallererst wieder verwenden und recyceln müssen. Und hier ist zum Beispiel dargestellt, wie sich die Beziehung radikal umstellen kann bis 2060, sodass wir die allermeisten Einsatz von Stahlbeton aus Recycling werden bewerkstelligen müssen. Ähnliches trifft auf Stahl zu und andere Materialien. Und hier unten kommen wir in den grünen Bereich, nämlich der biobasierten, die nach dieser Grafik dargestellt, ungefähr 40, 45% des Materialeinsatzes im Bauen der Zukunft abdecken sollten. Und das sind eben auch ganz große Anteile von Recycling, hier schraffiert wieder dargestellt, von Bambus, von Holz und anderen landwirtschaftlichen Abfällen. Einige davon stelle ich später noch vor. Ja, und bei Vorträgen, wo ich dann live mit meinem Publikum zusammensitze, habe ich dann meistens immer noch sowas dabei. Es ist relativ groß und schwer, lässt sich aber mit einer Hand noch gerade so tragen. Und ja, und ich frage dann immer, was ist das eigentlich, was wir hier haben? Ein neues Bauprodukt, so viel kann ich vielleicht schon verraten. Und wenn jemand ganz mutig ist, bitte auch gerne einfach reinsprechen. Ansonsten ist das vielleicht mit der hohen Zahl jetzt von Zuhörern nicht so richtig möglich. Deshalb erkläre ich es. Das ist Abfall. Ein Bauprodukt aus Abfall. Nämlich was? Wir haben in Berlin und Brandenburg zusammengenommen ungefähr 500.000 Kubikmeter Abraum aus Baugruben, der jährlich anfällt und in verschiedenen Halden abgelagert wird in Berlin. Und wir haben uns mal diesen Baugrund, der übrigens auch nach dem Baurecht untersucht werden muss. Es gibt also relativ gute Daten zu dem Material, was dann teuer für den Entwickler teuer auf Halden gefahren werden muss. Und wenn man die Daten nutzen würde und tatsächlich fragen würde, was haben wir da, wird man feststellen, und das haben wir experimentell den Beweis nahegelegt, dass wir eigentlich mit diesem Abraum ein extrem interessantes, verwertbares Erd-Lehm-Gemisch haben, das mit einem relativ geringen Anteil von Lehm, nämlich ungefähr 15%, tatsächlich sich so verpressen lassen würde, dass es auf der Baustelle dann für Wände im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden kann und einen großen Teil, gerade von jetzt im Moment verwendeten Kalksandstein oder auch
Beton ersetzen könnte. Hier ist es unser Team, zusammen auch übrigens mit TU Berlin Studierenden vom letzten Sommersemester, mit einer ganz einfachen Handpresse am Werk, die diese Steine testen und die Gemische testen, die man dafür braucht. Dann haben wir zusammen auch mit Kollegen von der TU Berlin das Ganze für die offizielle Zertifizierung, also nach Druckfestigkeit, nach Wassereinwirkung und so weiter, aufbereitet. Hier ist ein Blick in unsere Werkstatt im Teltowkanal, wie sich insgesamt erstmal 3000 Steine formieren, die wir experimentell dann für Prototypen einsetzen. Damit ist nur ein Beispiel, wie kreativ wir vielleicht in Zukunft über Bauprodukte nachdenken müssen. In dem Fall zeigt es eigentlich, dass wir das Rad gar nicht neu erfinden, sondern eigentlich nur eine uralte Bautradition von Berlin-Brandenburg neu entdecken. Denn wir haben auch in Abrissgebäuden von ungefähr 250 Jahren alt, haben wir alte Erdlehmsteine gefunden, die ohne, auch wie unser Produkt, ohne jeglichen Zusatz von Zement sich so verpressen lassen, dass es für Gebäude Klasse 3, also für mehrgeschossige Gebäude, einsetzbar ist. Solange dann entsprechend die Einwirkung von Wasser durch aufsteigende Nässe oder durch seitlichen Regen Einwirkungen entsprechend gelöst ist. Und die sich mit dem Bau ein bisschen mehr auskennen, wissen, dass oft die Wände, natürlich auch Außenwände, aus mehreren sogenannten Schalen entstehen. Und auch hier lässt sich eben das Einwirken von Wasser durch Regen problemlos lösen, indem wir das den Erdlehmstein, wie diese Beispiele hier zeigen, zum Beispiel einfach nach innen holen. Und dort hat er eine extrem angenehme Auswirkung auf das Mikroklima der Räume. Er federt Temperatur, Peaks und Lows ab. Ist also ein immer wärmespeicherndes und auch wärmeemittierendes Material, was gut riecht und ein angenehmes Raumklima macht. Und das ist jetzt sozusagen ein Experimentierfeld in Deutschland. Überall entstehen ähnliche Produkte. Wir sind ein bisschen weitergegangen, indem wir tatsächlich gesagt haben, wir wollen gar keinen Zement mehr drin haben. Also ein vollkommen regeneratives Bauprodukt, was tatsächlich in einem Wasserbad wieder aufgelöst und neu verpresst werden kann. Und ich gehe hier nochmal rein, so ein bisschen auf diese fachliche Ebene, um diese Verbindung zwischen Material und CO2 nochmal zu verdeutlichen. Also hier ist auch wieder diese Lebenszyklusberechnung angesetzt. Das heißt also Gewinnung, Herstellung, Transport bis zur Baustelle, das Verbauen, diese sogenannten Module A bis C in der Lebenszyklusanalyse. Und hier stellen wir fest, dass natürlich Erdlehmstein ist nicht biobasiert, es ist geobasiert, also da wird nichts gespeichert, aber es gibt einen extrem geringen Einsatz, weil diese Erdlehmsteine nicht getrocknet werden müssen. Die sind luftgetrocknet, da gibt es keinen Energieeinsatz. Sie können lokal verpresst werden. In der Regel sind diese Initiativen, die mit Lehm bauen, sehr lokal. Es gibt geringe Transportwege, weil das Material zu schwer ist, als dass es quer durch Deutschland oder Europa transportiert werden würde. Das heißt, wir haben einen extrem geringen Einsatz von CO2 hier. Es ist natürlich CO2 für die Herstellung erforderlich. Es ist also nicht negativ oder regenerativ in dem Sinn, aber durch die Wiederverwendung und das Recycling gibt es riesige Vorteile. Ja, und das im Vergleich zum Kalksandstein, Beton, Stahlbeton und das Konstruktionsvollholz ist hier als relativ mit einem hohen CO2-Einsatz markiert. Das liegt aber daran, dass in der DIN diese CO2 Einsätze im Material berechnet, immer noch davon ausgegangen wird, dass Konstruktionsvollholz auch verbrannt wird, also das ganze CO2, was gespeichert ist, dann wieder in der Atmosphäre abgegeben wird. Und deshalb müssen wir unbedingt eigentlich das Modul C, nämlich das Downcycling und die Entsorgung von Gebäude, wenn wir das rausnehmen und annehmen, dass man Holz auch so verbauen kann, dass die Gebäude langlebiger sind, 50 Jahre, 100 Jahre dauern. Wir sind ja umgeben von alten, zum Teil 500, 800 Jahren alten
Holz-Lehm-Konstruktionen. Das heißt, es kommt auf das Management an und auf entwurfliche Aspekte, baukonstruktive Aspekte, wie das Material verwendet wurde. Wenn wir das tatsächlich beachten, dann ergibt sich ein riesiger Hebel durch biobasierte Materialien, wie das Konstruktionsvollholz hier rechts. Das sind nämlich dann tatsächlich die negativen Emissionen, die wir eigentlich in diesem Material erreichen können. Also das ist sozusagen die Lebenszyklusanalyse ohne das Modul C, indem wir annehmen, das Material bleibt im Umlauf, bleibt im Gebäude, in langlebigen Gebäuden oder wird, wenn das Gebäude abgebaut wird, werden die einzelnen Bauelemente dann entsprechend hochwertig wieder in anderen Gebäuden eingesetzt. Und das ist auch, wenn man das dann mal global berechnet und die Zahlen von Galina Tschokina hier anwendet, dann sehen wir, dass in den zu erwartenden 70 bis 100 Gigatonnen natürlich ein riesiger Verbrauch global von CO2, ein riesiger Einsatz zu erwarten ist, wenn wir Business as usual weiterbauen. Und im Moment wird nur ungefähr 10% weltweit mit biobasierten operiert. Und wenn wir das irgendwie umdrehen können, dass wir diesen gigantischen Ausstoß von 71 Gigatonnen möglichst auf das Minimum reduzieren und gleichzeitig sequestrieren, haben wir tatsächlich eine Bauwende erreicht, weg von einem Klimazerstörer zu einem Klimaheiler, weil diese Art von naturnaher Übersequestierung und Einlagerung reichter CO2-Bank tatsächlich auch ein Hebel für den Klimaschutz weltweit sein kann und für die negativen Emissionen, die ich eingangs erwähnte, die wir brauchen, wenn wir über die 2-Grad-Linie hinausschießen. Und jetzt nochmal ein weiteres Beispiel von ebenfalls einem Experiment am Bau aus Erde. Was versucht mal ein bisschen noch weiter zu gehen in vielleicht noch überraschendere Materialien, die aber wiederum eigentlich auch in dem traditionellen Bauen in der Region tief verortet sind, nämlich dem Bauen aus Schilf und sogenannten Paludi-Kulturen. Ausgangspunkt dieses Projektes, das wir mit einem britischen Architekturbüro, Material Cultures, entwickelt haben, das war auch gerade ausgestellt an der Akademie der Künste. Material Cultures war unser erster Bauhaus Earth Fellow. Die Ausgangslage ist so, dass bereits sich auf der politischen Ebene die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass wir eine riesige Zeitbombe entgegensehen, nämlich CO2 und Methanemissionen aus trockengelegten Mooren. Und die Europäische Union hat mit neuen Richtlinien bis zu 17 Milliarden Euro für die Förderung von Wiedervernässung von Mooren bereitgestellt. In Deutschland gibt es zusätzlich nochmal 4 Milliarden. Ich weiß allerdings nicht genau, ob die immer noch im Haushalt sind. Ich glaube ja. Also eine ziemlich gigantische Summe auf ein Thema, was in der breiten Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Denn die Trockenlegungen, die oftmals schon vor 100, 150, 200 Jahren erfolgten, haben zunächst zu einer sehr intensiven, lukrativen Landwirtschaft geführt. Die Fruchtbarkeit des Torfbodens, also des Deckels des Moores, genutzt hat. Aber über viele Zyklen, Nutzungszyklen hinweg, hat sich diese Torfschicht abgenutzt und ist sozusagen brüchig geworden, sodass ein übernutztes, über längere Zeiträume und Dekaden stillgelegtes Moor tatsächlich anfängt zu emittieren. Und in einigen Regionen jetzt schon, von Nordbrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, eigentlich der Hauptemittent von CO2 ist. Hier sind nochmal diese geografische Verortung. Wo gibt es eigentlich Moorlandschaften? Hier ist Berlin und Brandenburg. Das ist in diesen nördlichen Urstromtälern und dem Tiefland sehr verbreitet, auch im Süden. Und hier sind wir in Angermünde. Das ist eine Kreisstadt in der Uckermark, in Nordbrandenburg, wo es eine typische Flächenkommune. Hier hat man einen Ortskern, ungefähr 26 kleinere Dörfer, die ebenfalls der Kommune zugeschlagen sind. Und hier gab es ein riesiges historisches Moor in der sogenannten Sernitz-Senke, wo sich schon
eine in der späten DDR entwickelte Umweltbewegung für Wiedervernässung eingesetzt hat und auch schon einiges erreicht hat. Und wir sind sozusagen zu einem Umweltschutzprojekt dazugekommen, was ungefähr, ich glaube, 62 Hektar hier rot markiert von stillgelegten, ausgetrocknetem Moor wiedervernässt. Und das wird von Stiftungen finanziert und Ziel ist also Biodiversität zu stärken und vor allem ja, der Senkenfunktion der Landschaft sie wieder zu stärken. Und unsere etwas kritische Perspektive ist natürlich, dass wir das Projekt befürworten, aber wir sehen auch ja, zum Teil die ablehnende Haltung der üblichen, der umgebenden Bevölkerung und vor allem auch der natürlich in der Landwirtschaft arbeitenden Bevölkerung, die hier eigentlich eine Front sieht, Umweltschutz gegen Landschaftsnutzung. Es wird also Land der Nutzung entzogen, um sie natürlich einer sinnvollen ökosystemischen Nutzung oder die Ökosystemfunktionen zu stärken und auch für den Klimawandel positive Wirkung zu entfalten. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich für die lokale Bevölkerung maximal vielleicht etwas Gewinne durch einen Tourismus und ansonsten keine Refinanzierung oder keine ökonomischen Perspektiven. Und wir glauben, dass dieser limitierte Ansatz eigentlich sich nicht replizieren lässt und eher Konflikte schürt, als der ländlichen Bevölkerung auch neue Wege aufzeigt, wie welche Chancen und Möglichkeiten durch Landschaftstransformation, durch eine andere Landwirtschaft und Forstwirtschaft entstehen kann. Wir haben dann also gefragt, könnten denn auch Bauprodukte aus diesen Paludi-Pflanzen, das sind einjährige Triebe, Schilfe, die biologisch eine ganz spannende, hohe Qualität haben und auch schon in traditionellen Wohngebäuden natürlich für Dächer und für Wände eingesetzt worden. Und können wir die mit modernen Methoden so wiederentdecken, dass wir hier tatsächlich Bauprodukte herausziehen aus so einer wiedervernässten Fläche? Und wir haben festgestellt dann, dass man also durch Häckseln und dem sogenannten Recrete oder durch das Nutzen in Innenwänden tatsächlich auch teilweise statische Nutzung oder durch Dachflächen oder als Aggregat für andere, zum Beispiel Lehmkonstruktionen, dass sich bis zu 40, 50% eines Materialbedarfs von bestimmten Häusern tatsächlich durch diese Biomasse, die in einem Jahr auf einer Moorfläche wächst, abdecken lässt. Und hier sieht man zum Beispiel einige dieser Bauprodukte, die auch Isolierfunktionen für die Häuser natürlich bis hin zu Ausbaufunktionen und beantworten können. Und hier ist dann nochmal der Materialbedarf sozusagen von einem typischen kleinen Haus ausgerechnet und wir haben dann versucht zu berechnen, was ist denn eigentlich der Fußabdruck, der Flächenabdruck für so ein Haus und sind darauf gekommen, dass wir ungefähr 1 Hektar brauchen pro Jahr eines wiedervernässten Moores, was also diesen Bedarf wachsen lassen kann. Also auf einer 65 Hektar großen Wiedervernässungsfläche wachsen im Prinzip 65 Häuser. Hier ist das nochmal gegenübergestellt, das Sernitzer Wiedervernässungsprojekt und 1 Hektar Fußabdruck eines Hauses. Wir haben dann in der Akademie der Künste solche Prototypen gebaut, wo wir in unserer Werkstatt zusammengesetzt gezeigt haben, was kann aus so einem Ökosystem Paludi hier entstehen, von Deckenkonstruktionen, Wandkonstruktionen, Außenwandkonstruktionen, Dachkonstruktionen und so weiter. Und das ist eigentlich für mich irgendwie der Punkt, wo ich nochmal ganz deutlich sage, wie wir die Bauwende systemisch versuchen zu verstehen, auch die Chancen eigentlich im Gesamtsystem sehen. Also einerseits wissen wir, wir müssen unsere Städte dekarbonisieren, wir müssen über eine Materialwende andere Materialien in den Umbau, in das Recycling einspeisen und sie möglichst lange dort halten. Und gleichzeitig dürfen wir natürlich von der Natur nicht einfach nur nehmen,
wie wir es mit den Fossilen gemacht haben, sondern wir müssen schauen, dass sich dass wir das, was wir entnehmen, natürlich ersetzt wird und dass so Kreislauf Wertschöpfungsketten entstehen, die es tatsächlich für ländliche Bevölkerung ökonomisch möglich und sinnvoll machen lassen, die entsprechenden biobasierten Bauprodukte überhaupt erstmal zur Verfügung zu stellen. Das ist sozusagen ein Versuch eines Paradigmenwandels. Wir sagen in Zukunft auch auf die globale Ebene gehoben, dass wir in Zukunft einer ländlichen Bevölkerung auch im Amazonasgebiet Chancen geben müssen, tatsächlich über die Pflege von Wald und über die behutsame Entnahme von Holz und die Nutzung in hochwertigen biobasierten Bauprodukten tatsächlich mehr Einkommen und sichere Lebensbasis zu entwickeln, als durch die Brandrodung und die Umstellung auf ja, Viehwirtschaft oder industrielle Landwirtschaft. Also darauf kommt es an, das System Landschaftstransformation und Stadttransformation quasi als synergetisch und gegenseitig bedingend und befruchtend zu sehen. Und hier sehen wir ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht nur den Druck auf das Holz geben darf, auch in Deutschland nicht, sondern eben eine ganz breite Palette von biobasierten Wald, aber auch Landwirtschaftsprodukten und Abfallprodukten wichtig ist. Und damit sind wir eigentlich schon bei der Frage, die auch globale Konferenzen wie die COP zunehmend beschäftigen, nämlich wie ist dieses Narrativ Bauen mit biobasierten regenerativen Materialien tatsächlich global realistisch? Wie passt das zusammen? Eine geschwächte Biosphäre und einen nach wie vor sehr hohen Materialbedarf in der Urbanisierung. Ist das sozusagen eine kurzlebige Liebe, die dann zu einem vollkommenen einem Kollaps der Biosphäre führt? Oder kann es tatsächlich so passieren, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, mit den Paludikulturen, dass wir eine regenerative, zirkuläre Wertschöpfung in den Gang bringen, die Wertschöpfung in die Biosphäre bringt, aber gleichzeitig auch in die Stadt? Hier nochmal die Zahlen sozusagen des großen Ziels und nochmal auf das Holz eingegangen. Im Moment funktioniert es nicht. Wir haben eine extrem niedrige Quote für Holzbau in Deutschland. Gerade mal im Einfamilienbauhausbereich sieht es in einigen Bundesländern besser aus, zum Beispiel Baden-Württemberg und Bayern mit traditionellen kleinen mittelständischen Betrieben und Sägereien und Tischlereien. Ist der Anteil von Holz in Einfamilienhäusern tatsächlich schon relativ hoch, nämlich bis 26%, glaube ich, in Baden-Württemberg. In Brandenburg ist allerdings unter 4 oder 5%. Insgesamt vor allem aber auch in den urbanen Typen wie den Mehrfamilienhäusern extrem wenig. Auch in Bürogebäuden, Handelsgebäuden, Lagerbauten. Und hier sind wir tatsächlich an Punkten, wo im Moment gegen Wände laufen und das sind einerseits sind das natürlich Bauordnungen und Regeln, die dem Holz sehr viel Barrieren in den Weg legen, sehr hohe Standards, zum Teil unrealistisch hohe Standards fordern, die auch Einkapselung von Holzelementen fordern, obwohl es wissenschaftlich bewiesen ist, dass Holz ganz einfach und berechenbar brennt, viel berechenbarer als zum Beispiel Stahlbeton. Trotzdem muss die statischen Elemente von Holz eingekapselt werden. Das ist also die Szene der nachhaltig bewegten Architektinnen und Planerinnen kämpft schon seit mehreren Jahren gegen eine sehr verbohrte Feuerwehr die entscheidende Mitbestimmung bei Bauordnungen haben. Andererseits gibt es aber auch sehr, sehr viele Vorteile und das ist gar nicht durch die Regulatorik abgedeckt, sondern steckt mehr in uns, in unseren Köpfen und unseren Fantasien. Holzgebäude, ganz egal ob in Kapstadt oder in Potsdam, sind für einige Leute mit ja, unsicheren, schwachen, kurzlebigen Gebäuden, Baracken verbunden. Es gibt einige Mitglieder des Bauausschusses Potsdam haben mir dann gesagt, ja, Herr Misselwitz, bauen mit Holz, das geht gar nicht, da kippeln die Möbel drauf oder
oder sie haben eigene Biografien, in denen eine Generation ihrer Eltern und Großeltern vielleicht nach dem Krieg in Holzbaracken für Nachkriegsgeflüchtete untergekommen ist und sie auf jeden Fall es als rückständig und simpel erachten. Und dann gibt es natürlich auch diese Debatte, diese passioniert geführte, sehr kontrovers, auch ideologisch aufgeladene Debatte, dürfen wir Holz überhaupt verwenden und ist es nicht besser, die Bäume alle stehen zu lassen und den Wald in Ruhe zu lassen und weiter mit Beton und Stahl zu bauen, anstatt die Wälder anzutasten. Und es gibt sehr viel noch Datenlücken und unterschiedlichste, sich zum Teil widersprechende Studien. Und auch das versuchen wir aber aus Erde etwas zu ordnen und dem irgendwie mehr Transparenz zu geben und mit den Thinktanks und wissenschaftlichen Einrichtungen zusammenzuarbeiten, die tatsächlich zeigen, dass nämlich ein sehr, sehr großer Holzvorrat da ist in Deutschland, der stetig zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten und es tatsächlich im Moment genügend Holz gibt, um einen ganz großen Teil des Materialbedarfs von wirklich dringend notwendigen Sozialwohnungsbauprojekten oder Umbauprojekten abzudecken. Und wir haben zudem auch noch, wie eingangs gesagt, extrem geschwächte Wälder und sehr, sehr viel sogenanntes Kalamitätsholz, nämlich Holz, das zum Beispiel durch Insektenbefall oder Trockenheit abstirbt, aber noch sehr lange, bevor es vollkommen verrottet, für die Bauwirtschaft sehr gut einsetzbar ist. Und das heißt, dieser Holzvorrat, den wir in den nächsten 10, 15 Jahren haben für den sogenannten Waldumbau, nämlich Plantagen, Wälder in Deutschland aus Kiefern, aus Fichte in Mischwälder umzubauen, da gibt es sehr, sehr viel Holz, was anfällt, was jetzt genutzt werden könnte. Wir haben gleichzeitig auch einen absurd hohen Anteil des geschlagenen Holz, der in den Export geht. Auch hier werden dann natürlich die ökologischen Gewinne dann sofort zu nutzlos und verpuffen, wenn Holz und Holzprodukte nach China oder Australien oder Kanada exportiert werden. Also auch das muss man sehr kritisch betrachten im bisherigen Ökosystem des Holzhandels. Und dann natürlich noch einmal die Zahl, die einem wirklich zu denken gibt, dass nämlich, ich habe es eingangs gesagt, also auch also weltweit, aber auch in Deutschland, der EU, ein sehr, sehr hoher Anteil des Holzes, des geschlagenen Holzes für sogenannte thermische Nutzung verwendet wird. Also hier sieht man 32% der EU, 35% Deutschland. Weltweit sind es fast 60%. Das heißt, Holz wird hier verfeuert oder zum Kochen verwendet. Gebäude werden damit beheizt. Es wird Wärme erzeugt und das über die Sequestrierung gewonnene und eingelagerte CO2 natürlich sofort in die Atmosphäre zurückgegeben. Also das sind alles Kritiken an bisherigen Holzverwendungssystemen und hier geht's, muss es also darum gehen, thermische Nutzung durch qualitativ hochwertige, langlebige Bauprodukte zu ersetzen. So ist der sozusagen Standardeinsatz des Holzes. Es gibt relativ viel in bestimmten Gebäudetypen, zum Beispiel Dachaufstockungen oder Einfamilienhausbau, wo tatsächlich Holzsysteme zum Einsatz kommen. Aber sie kommen meistens in Hybridsystemen zum Einsatz, wo man sieht, dass immer noch ein sehr signifikanter Anteil der Baumasse Stahlbeton ist. Zum Beispiel die Decken, die alleine fast die Hälfte der CO2-Emissionen ausmachen und oft gewinnen auch Nachhaltigkeitspreise, vor allem Häuser, die aus eben Hybridsystemen gebaut sind und man oft gar nicht weiß, wie viel Holz ist denn dann wirklich drin oder ist es eher eine Mogelpackung und ein Greenwashing. Hier nochmal die unterschiedlichen Bauelemente, die tatsächlich nochmal ganz unterschiedliche CO2-Fußabdrücke haben. Und vielleicht, ich muss auch langsam zum Abschluss, glaube ich, kommen. Nochmal ein kurzer Einblick, was wir dann so praktisch machen. Wir versuchen also einerseits Verfügbarkeiten zu berechnen, Materialbedarf zu berechnen, das große Narrativ einer Wende hin zu biobasierten regenerativen Bauen mit zu substantiieren. Aber andererseits forschen wir auch ganz konkret, nämlich hier mit einem Forschungsprojekt und Forschungsfinanzierung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt an
ganz konkreten Wertschöpfungsketten, wie hier zum Holz, eine Grafik, die ich in einer anderen Form schon gezeigt hatte, die also genau versuchen, nochmal die Hebel und Stellschrauben, die wir jetzt bedienen müssen, um so ein regeneratives System in Gang zu bekommen, definieren und ausloten. Und wir haben dann ein sehr praktisches Projekt im Zentrum von Potsdam, wo wir eine sogenannte Schaustelle aufbauen und versuchen ganz praktisch für Bewohnerinnen und für Fachöffentlichkeit zu zeigen, wie diese neuen Materialien zum Einsatz kommen können. Und hier geht es auch nicht nur um neue Materialien, sondern zum Beispiel auch, wie man mit Gründungen arbeitet, sie zum Teil wiederverwendet, wie wir Erdlehmsteine einsetzen, grünes Holz, was auch in der Herstellung wesentlich CO2 freundlicher ist, weil es nicht in Hochöfen getrocknet wird. Ja, und wir haben dazu auch einen Film gemacht, der auch auf unserer Webseite erhältlich ist. Ich kann daher gerne nochmal einen Link herumschicken. Er wird auch wurde schon in Potsdam gezeigt, wird auch im Kino in Potsdam gezeigt. Und wir versuchen nochmal eigentlich unseren Ansatz, den Materialeinsatz im Bau, soweit es geht, zu re-regionalisieren, also in geschlossenen Kreisläufen zu relokalisieren und uns dann anschauen, wie kann das funktionieren von den Managementpraktiken im Wald bis hin zur Verarbeitung, bis hin zum Einsatz und zum Wiederverwenden. Ja, und das Gebäude wächst langsam. Das wächst jetzt im Frühling weiter und wird im Mai dann final eröffnet. Und hier sieht man dann, was da passiert. Es ist eigentlich ein ganz kleiner experimenteller Pavillon, der nur eine Bar und eine Trockentoilette hat und verschiedene Treffen und Workshops und Filmvorführungen und Diskussionen ermöglichen soll und gleichzeitig auch unsere Materialexperimente und die Materialexperimente von vergleichbaren Pionieren des biobasierten Bauens sozusagen greifbar und riechbar und anfassbar darstellt. Und hier sieht man dann, was in diesem Pavillon eigentlich für CO2 zum Einsatz kommt. Das ist das Raumprogramm des Pavillons, ganz, ganz klein über konventionelle Baupraktiken umgesetzt, mit einem doch sehr hohen CO2-Einsatz und über unser sehr behutsames Vorgehen, indem wir die Fundamente recyceln, indem wir Holz, natürlich getrocknete Holzschützen verwenden, indem wir die Wand mit Erdlehm realisieren und Holz übereinsetzen, dann die entsprechenden negativen Emissionen. Ja, hier noch ganz kurz. Wir sind jetzt gerade dabei, für das neue Europäische Bauhaus eine sogenannte New European Bauhaus Academy aufzubauen. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Auch hier ist die TU ein Partner, ebenso wie die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Wir sind gerade dabei, auch mit der TU zu überlegen, wie kann das institutionell funktionieren und wie können wir experimentelle, gut aufbereitete Mikrokurse für Menschen im Berufsstress anbieten, um dort das fehlende, aber dringend benötigte Wissen für die Bauwende zu verorten. Und nochmal ganz kurz zum Ende rausgezoomt. Wir verstehen uns auf jeden Fall als eine globale Organisation. Ich habe jetzt wenig Beispiele gezeigt. Wir arbeiten in Bhutan, in Indonesien, Südafrika, machen weltweite Modellierungen und Berechnungen und versuchen eigentlich sozusagen dieses dicke Brett zu denken. Denn wir können in Berlin, in Mitteleuropa, Deutschland natürlich durchaus argumentieren, dass wir das allermeiste unserer Städte schon gebaut haben, dass es jetzt darauf ankommt, wieder zu nutzen, in Wert zu setzen, nachzuverdichten und dass wir das Bauen radikal reduzieren sollten. Wenn wir aber weltweit auf die Urbanisierung schauen, die uns, wo wir damit rechnen, dass sich in den nächsten 15 bis 20 Jahren 2,5 bis 3 Milliarden Menschen von ländlichen Regionen in Städte bewegen werden, können wir natürlich nicht mit einem Narrativ aus Berlin kommend argumentieren, bitte nicht bauen, sondern hier geht es darum, wie kann dieser auch benötigte und für Menschen in den Entwicklungsländern natürlich legitime
Prozess des Bauens so funktionieren, dass er nicht unseren Planeten komplett ruiniert, sondern möglichst die Wende zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz und zur Regenerativität ermöglicht. Und da sind wir in Kontakt mit ganz unterschiedlichen Labs weltweit, die wir versuchen zu fördern, ihnen Ressourcen aus Deutschland von philanthropischen Organisationen zukommen zu lassen, weil wir glauben, dass genau diese Experimente, die wir jetzt brauchen zur Materialwende, also zu entdecken, welche Materialpalette sozusagen für jeweilige Regionen eigentlich in Frage kommt, die muss natürlich lokal entdeckt werden und dafür brauchen wir Forschungsmittel und Unterstützung für Experimente, die es in vielen nationalen Systemen gar nicht gibt. Und unserer Ansicht nach sollte das ein großer Schwerpunkt der deutschen und europäischen Entwicklungshilfe sein, sozusagen hier Hilfe zur Selbsthilfe für die Umstellung des Bauens zu leisten. Ja, und damit komme ich zum Ende und danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Fragen und Diskussionen.